Die Aktionen stoßen nicht immer auf Verständnis. Die Nerven liegen blank. Ein gereizter Pendler reißt die festgeklebte Aktivistin von der Straße. Sie bleibt unverletzt. Insgesamt haben die Aktivisten den Frankfurter Berufsverkehr heute an 9 Stellen massiv behindert. Die Motivationen, die stimmen, aber das Mittel ist natürlich eine Katastrophe, weil es trifft Leute, die ja gar nichts dafür können. Das hat fast so ein bisschen so dieses, ich sag mal, wie das Terroristen machen. Die suchen sich Methoden, mit denen sie das erzwingen können. Und das finde ich ist einfach nicht okay. Mit meinem Arbeitgeber habe ich gestritten. Die sagen, ich finde eine Lösung. Wie soll ich eine Lösung finden, jetzt von hier wegfahren? Ich habe Lieferungen, ich kann das nicht liefern. Meine Kuchen sind jetzt, vielleicht gehen die kaputt. Die Polizei hat alle Hände voll zu tun. Tatsächlich sind Leute dabei, die schon mehrfach dabei waren. Wir haben sie gestern nach den polizeilichen Maßnahmen diese Person dem Richter vorgeführt, um die Gewahrsamnahme prüfen zu lassen. Und letztendlich wurden sie dann gegen 21 Uhr entlassen. 5 Stunden später, die konspirative Einsatzzentrale der Klimaprotestler, irgendwo in Frankfurt. Hier sitzen ein Maschinenbauer, eine angehende Physikerin, eine Politologiestudentin und ein Solartechnikingenieur zusammen, planen die nächsten Einsätze. Carla Rochle ist 20 und hat ihr Studium auf Eis gelegt, um gegen fossile Energien und deren Finanzierung zu kämpfen. Weil ich während meiner Schulzeit begriffen habe irgendwann, wir reden die ganze Zeit darüber, was getan werden müsste, aber es passiert nicht. Und deshalb war ich bei diesen Demos und es ist immer noch nichts geschehen. Inzwischen wohne ich in Heidelberg und studiere dort und klebe jetzt seit 5 Wochen, 6 Wochen immer wieder auf deutschen Autobahnen. Auch Tobias Merz hat Frau und Kinder in Freiburg gelassen, um sich für Wochen der Bewegung anzuschließen. Er arbeitet als Solarberater mit erneuerbaren Energien, hat aber festgestellt, dass der Schutz des Klimas schneller gehen muss. Er stellt sich in historischen Vergleich. Also wir sehen uns da schon in der Tradition von anderen gewaltfreien WiderständlerInnen, wie Gandhi zum Beispiel damals in Indien oder Martin Luther King in Amerika. Die haben ja auch gezielt geltendes Recht gebrochen, weil es halt ein größeres Unrecht gab, was halt wichtiger war in dem Moment. Und ich glaube, es gibt halt historisch gesehen einfach Momente, wo das Unrecht auch in der Gesellschaft, in einem Rechtsstaat oder in geltenden Regeln so groß ist, dass einzelne Leute sich über die Regeln hinwegsetzen müssen, um darauf hinzuweisen. Immer wieder die gleichen Gesichter. Auch hier am Kaiserlei in Offenbach. Sie wollen erst aufhören, wenn sie ihre Ziele erreicht haben. Juristisch ist es schwierig, sie zu stoppen. Weil sie wohl gemeldet sind und auch sesshaft sind sozusagen. Aber Wiederholungsgefahr wäre zum Beispiel ein Haftgrund. Aber ob das jetzt verhältnismäßig ist, ist die Frage. Ich denke mal, dass da kein Staatsanwalt einen Haftbefehl erlassen wird, weil sich jemand auf die Straße klebt. Wenn man allerdings das jeden Tag im Fernsehen ankündigt, dass das so weitergeht und dass man auch weitergehende Maßnahmen im Auge hat, finde ich das ein bisschen seltsam. Erreicht indes haben die Protestler der letzten Generation Gespräche mit Bundeskanzler Scholz und anderen hochrangigen Politikern. Ein Grund mehr, so sagen sie, auf den Einsatz illegaler Mittel zu setzen. Das ist super wichtig, bei dieser Gewaltfreiheit zu bleiben, aber sonst ist es schon auch legitim, innerhalb von diesem großen Unrecht auch mal Recht zu brechen. Die Proteste werden auch in den nächsten Tagen weitergehen. Pendler müssen sich darauf vorbereiten, deutlich mehr Zeit für den Weg zur Arbeit einzuplanen.